L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la culture, science et la culture. Hier beginnt die Herrschaft der Berggeister. Sie steigen aus ihren Sommerpalästen, sammeln sich in den Schlünden und Tobeln der Felsen, scherzen mit der Wut der Elemente, heulen grausame Zaubergesänge, zu denen der Sturm seine Begleitung pfeift. Die Sagen aus den Tälern sind von furchteinflößenden Wesen bevölkert. Im 18. Jahrhundert schulteten Abenteurer, Wissenschaftler und Künstler ihr Werkzeug, überwanden die menschliche Furcht vor den Naturgewalten und stiegen auf die Gipfel. Bald folgten ihnen die Massen und einige Wagemutige bauten gar eine Eisenbahn bis auf das Jungfraujoch. Die Blicke der Reisenden gleiten über den großen Aletschgletscher, als wäre das Panorama ausschließlich zu diesem Zweck entworfen und errichtet worden. Auf der sich dauernd verändernden, zerklüfteten Oberfläche unterwegs ahnen sie, welche Kraft von der mächtigen Eisschicht des größten Gletschers Europas ausgeht. Stetig bewegt er sich und trägt seine Geschichte mit ins Tal. Die Wissenschaft machte sich den Gletscher ebenfalls zu eigen und entdeckte das Eis als Zeugen und zugleich Boten klimatischer Veränderungen. Die bis zu einem Kilometer dicken Eismassen formen die Landschaft. Wo sich der Gletscher zurückzieht, hinterlässt er eine Wüste, die bald von einzelnen Pflanzen zurückerobert wird und mit der Zeit im Aletschwald aufgeht. Die unterschiedlichsten Lebensräume, vom feuchten nördlichen Teil bis zur trockenen Steppenlandschaft im Süden, finden sich in dieser über Jahrmillionen entstandenen, von Eis und Wasser abgeschliffenen Berglandschaft. Diese sichtbare Vielfalt ist es, für welche das Gebiet 2001 in die Liste des Welterbes aufgenommen wurde.